Herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video gerne deine Ahnenreihen mütterlicherseits und väterlicherseits energetisch reinigen, Dinge ablösen, transformieren, heilen. Schauen wir mal, was sich zeigt und was sich ergibt. Einmal für deine Ahnen und wenn die heil und gereinigt sind, kann sich das natürlich auch positiv auf dein Leben auswirken. Das Video kannst du dir immer mal wieder ansehen und es ist auch egal, wann du es siehst, es wird seine Wirkung behalten, egal zu welchem Zeitpunkt du das Video schaust. Mach dir doch mal einmal kurz bewusst, wie viele Menschen es bereits vor dir gab in deiner Familie. Du hattest eine Familie auf Seiten deiner Mutter und dann gab es da auch die Familie auf Seiten deines Vaters. Oft ist man ja als Kind eher bei der einen Familie etwas mehr verwurzelt, sag ich mal, als bei der anderen. Das habe ich zumindest häufig so irgendwie festgestellt. Vielleicht hattest du aber auch zu beiden gleich viel Kontakt, wie auch immer. Du hast aus beiden Familien etwas mitbekommen. Wenn du dir vorstellst, ein Vater, eine Mutter, zwei Omas, zwei Großväter und dann geht das immer so weiter. Das potenziert sich ziemlich hoch, wenn man da 4, 5, 6, 7, 8 bis 10 Generationen rückwärts geht, kommen da sehr viele Menschen zusammen, die in irgendeiner Art und Weise dir etwas mit auf den Weg gegeben haben vielleicht. Gutes, wie aber vielleicht auch traumatische Erlebnisse, die sie erlebt haben. Einige dieser Ahnen haben sicher Krieg, Not und Elend erlebt. Flucht, Gewalt. Viele Dinge, die wir hoffentlich heutzutage nicht mehr in so extremer Form erleben müssen oder mussten. Natürlich kann es das auch alles immer noch heute geben. Aber ich hoffe für dich, dass das in deinem Leben nicht der Fall war. Und dennoch kann es sein, dass du das ein oder andere, was vielleicht deine Urgroßmutter in irgendeiner Zeit, in ihrer Zeit erlebt hat, dass das irgendwie Auswirkungen auf dein Leben hat. Und deshalb, finde ich, sollten wir uns hin und wieder auch einfach mal Zeit nehmen, diese Ahnenlinien, soweit es uns möglich ist, im Hier und Jetzt in die Reinigung zu geben, in die Klärung, zum einen für unsere Ahnen, aber auch für unser Dasein. Zum Wohle aller. Und natürlich haben deine Ahnen und Ahnen auch viel Positives erlebt in ihrem Leben. Sie hatten alle Eigenschaften an sich, die sie zu einem besonderen Menschen gemacht haben. Sei es, dass sie weise, tapfer, mutig, fleißig, was auch immer waren. Eine gute Mutter, ein guter Vater, ein tüchtiger Geschäftsmann,
ein friedliebender Mensch, ein wagemutiger Mensch, was auch immer. Und je nachdem, woran es dir vielleicht im Moment fehlt im Leben, vielleicht hat der ein oder andere Ahne, die ein oder andere Ahnen, diese Eigenschaft besessen und kann sie dir jetzt weitergeben. Lass uns zunächst beginnen mit der Reinigung. Ich bitte jetzt um energetische Reinigung des gesamten Energiefeldes der Ahnen, der Ahnenreihe mütterlicherseits. Und ich beginne mit der Reinigung des Energiefelds der Ahnenreihe väterlicherseits. Beides darf jetzt fließen und gereinigt werden, auf allen Ebenen, in allen Zeiten. Alles, was sich löst, gebe ich ab ins energetische Feuer. Und bitte um Transformation in der Gottesdimension. Möge sich die Ahnenlinie mütterlicherseits wie auch die Ahnenlinie väterlicherseits zum höchsten Wohle aller reinigen lassen. Einmal für die Ahnen und Ahnen selbst und einmal für dich als Nachfahre. Wir lassen diese Reinigung noch eine Weile laufen. Lass einfach das Video weiterlaufen. Die Energie fließt weiter. Du kannst natürlich auch, wenn du von einem Ahnen etwas Spezielles weißt, dieses Video speziell für ihn oder sie laufen lassen und dann einfach nochmal den Namen mit eingeben. Dies ist jetzt einfach ganz allgemein gehalten, damit jeder sich angesprochen fühlt und jeder diese Reinigung für seine Ahnen erhält.
Es fließt noch weiterhin Reinigungsenergie. Und die darf jetzt auch so lange fließen, bis alles zum höchsten Wohle aller gereinigt ist. Alles fließt ins energetische Feuer und anschließend in die Transformation in der Gottesdimension. Die Reinigung findet zum höchsten Wohle aller statt. Scham darf sich auflösen und aus dem Feld gehen. Das Leben in gesellschaftlichen Normen Härte. Strafe oder jemanden bestrafen. Verrat. Mangelerscheinungen durch fehlende oder zu wenig Nahrung. Verwucherung und/oder Verkrüppelung. Nicht gelebte Trauer über verstorbene Kinder.
das sich niemals wiedersehen, zum Beispiel weil der Mann im Krieg gefallen ist. Oder durch Auseinanderreißen von Familien. Angst vor Kälte und Dunkelheit. Verzweiflung, weil man nicht weiß, wie man die Familie durchbringen soll. All das darf jetzt abgelöst werden aus dem System der Ahnen und Ahnen, mütterlicherseits wie väterlicherseits. All das geht jetzt in den Ablöseprozess. So dass sämtliche Ahnenlinien, mütterlicherseits wie väterlicherseits, frei hiervon sind. Und an all die Stellen, die jetzt frei werden durch das Ablösen, bitte ich um göttliches Licht und göttliche Liebe. Mögen sämtliche Wunden geheilt sein, gereinigt durch göttliches Licht und göttliche Liebe. Und möge sich die Ahnenreihe mütterlicherseits wie auch väterlicherseits auffüllen mit göttlichem Licht und göttlicher Liebe zum höchsten Wohle aller. Für die Ahnen selbst und auch für dich. Die Energie fühlt sich jetzt schon deutlich frischer und leichter an. Und wir lassen die göttliche Liebe und das göttliche Licht noch weiterhin in die Ahnenreihe fließen. Und wenn du magst, schaust du dir das Video einfach noch öfter an. Vielleicht einfach als Dank auch
an deine Vorfahren, vor Vorfahren, an deine Ahnen. Ja, dabei würde ich es jetzt erst einmal belassen. Und bedanke mich recht herzlich.